Herzlich willkommen zu 3x3, dem politischen Talkformat zur Landtagswahl 2021. Schön, dass ihr mit dabei seid. 3x3, das steht für drei Direktkandidatinnen und Kandidaten hier aus Mainz, aus dem Wahlkreis 27, drei Themen und drei Meinungen. Wir sprechen mit allen Bewerberinnen und Bewerbern aller Parteien über Mobilität, Digitalisierung und Klima. Drei Themen, die aktuell überaus relevant sind. Für jedes Thema haben wir ca. 10 Minuten Zeit und auch die Redezeit versuchen wir zu begrenzen. Ihr könnt zu Hause natürlich auch wieder sehr gerne mitdiskutieren. Schreibt dafür einfach eure Kommentare hier in die Kommis. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich meine heutigen drei Gäste. Gerd Schreiner ist Generalsekretär der CDU in Rheinland-Pfalz und Mitglied des Landtags. Zudem ist er auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Mitglied im Mainzer Stadtrat. Herr Schreiner, schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, ich freue mich. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich Giacomo Focke. Er ist Direktkandidat der Partei Die Linke und Ortsbeiratsmitglied in der Altstadt Mainz. Er ist Mitglied der Fraktion Die Linke und außerdem Sprecher der Ortsgruppe Altstadt Mainz. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und zuletzt freue ich mich noch auf Bodo Nöske, Direktkandidat für den Wahlkreis 27 und Spitzenkandidat auf der Landesliste für die Piratenpartei. Seit 2014 Mitarbeiter und zurzeit Vertreter der Fraktion Piraten und Volt in verschiedenen Gremien des Mainzer Stadtrats. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind also die Gäste für unsere heutige Sendung und damit gehen wir jetzt auch schnell rein ins erste Thema, Mobilität. Mobilität. Der öffentliche Personennahverkehr, ein unverzichtbares Mobilitätsangebot, auf das viele Menschen angewiesen sind. Doch für viele Studierende oder Azubis oft nur schwer finanzierbar. Teure Tickets, verspätete Busse und schlechte Umstiegsmöglichkeiten. Das Angebot an Bussen und Bahnen lässt oft nur zu wünschen übrig. Häufig ist daher das Fahrrad das Mittel der Wahl. Doch auch hier enden die Probleme nicht. Mainz beim letzten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Gesamtnote 4,0. Und die Breite der Radwege? Eine glatte 5. Dazu kommen Hindernisse, Fahren im Mischverkehr und unübersichtliche Gefahrensituationen. Das Fahrrad zieht oft den kürzeren. Auto versus Fahrrad. Zwei Kontrahenten, die sich gegenseitig von der Straße verdrängen? Manche träumen ja sogar schon von einer autofreien Mainzer Innenstadt. Sagen Sie es uns. Sieht so die Mobilität der Zukunft aus? Die Mobilität der Zukunft. Herr Focke, in Ihrem Wahlprogramm steht, der motorisierte Individualverkehr ist im städtischen Raum überkommen und überflüssig. Eine autofreie Mainzer Innenstadt, also am besten schon ab sofort? Auf jeden Fall. Also das gehört auf jeden Fall zu unseren Zielen. Um das gut erreichen zu können, beziehungsweise um mit den Städten dieses Modell anzugehen, ist zum Beispiel ein unserer Pläne, bis 2022 in 5 Städten sozusagen Modellversuche zu machen, in dem Sinne, dass anvisiert wird, den Motor aus der Stadt zu verbannen. Und dazu gehört aber auf jeden Fall auch günstige bzw. bezahlbare und für uns eigentlich, also unser Ziel ist, kostenlose Alternativen zu schaffen. Also nicht nur den Diesel zu verbieten, sondern dann auch genauso einen Verkehr zu schaffen, der zum einen für jeden benutzbar ist, vom finanziellen, aber auch von der Anbindung möglich ist. Denn wie es zurzeit in Rheinland-Pfalz ist, kommt man selten von einer Stadt zur anderen und die Arbeitsplätze liegen selten innerhalb der eigenen Stadt. Herr Schreiner, auch in Ihrem Wahlprogramm ist von nachhaltigen Mobilitätskonzepten die Rede. Eine autofreie Mainzer Innenstadt, unterstützen Sie das dann? Das Problem, also Mobilität und motorisierten Individualverkehr oder Individualverkehr, wo man nicht nur alleine läuft, das gab es schon immer und das wird es immer geben. Wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin, ist das auch motorisierter Individualverkehr. Ich brauche bloß nicht unbedingt 2 Tonnen Blech um mich rum, wenn ich von A nach B will und den Blech dann, den Haufen dann irgendwo an die Straße zu stellen, das ist vielleicht nicht sonderlich klug und besonders nicht nachhaltig. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Offenheit insbesondere für Alternativen, für Mainzerinnen und Mainzer, die im Moment noch sehr stark das Auto nutzen, dass mehr umgestiegen wird auf Fahrrad, E-Bike, all diese Dinge. Roller, da haben wir ja auch schon das eine oder andere, aber da ist für insbesondere das Thema Sicherheit für mich von einer großen Relevanz. Ich sag mal, es gab ja Bilder, wie man mit dem Fahrrad in Mainz unterwegs ist. Wenn ich da meine Kinder im Straßenverkehr sehe, da bin ich nicht immer glücklich, wie Mainz Fahrradwege plant, also bin selten glücklich und es gibt insbesondere in den Kreuzungsbereichen, hört dann kurz vorher der Fahrradweg auf.
Das heißt, das ist das eine. Aber es wird natürlich auch Autos geben nach wie vor. Also ich bin von Beruf Architekt und meine Handwerker, die werden mir nach wie vor mit ihrem Buschen vorfahren müssen bei den Baustellen. Das ist einfach gang und gäbe. Aber die Mischung macht es einfach. Deshalb nachhaltige Verkehrskonzepte. Der eine nutzt den öffentlichen Verkehr, der andere will individuell unterwegs sein. Und der dritte braucht halt auch noch ein motorisiertes Verkehrsmittel, was ein bisschen größer ist. Herr Nöske, die Piratenpartei möchte die Radwegenetze ausbauen. Müssen denn dafür auch Autospuren weichen? Die Piratenpartei möchte vor allen Dingen eine Mobilität für alle, eine kostengünstige. Das heißt, wir setzen auch auf diesen fahrscheinfreien öffentlichen Personennahverkehr, der für uns finanziert wird mit einer Umlage auf alle Bürger. Also es reicht nicht, wenn ich immer erzähle, ich will einen besseren öffentlichen Personennahverkehr, ich muss ihn auch finanzieren. Das Konzept haben unsere Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen in Berlin durchgerechnet. Wir kommen mit 20, 25 Euro je Bürger hin. Das ist eine seriöse Politik, weil wir nicht nur irgendwas kostenlos versprechen, sondern auch sagen, wie wir es finanzieren wollen. Die Fahrräder, die müssen natürlich mehr Raum bekommen in Mainz, deutlich mehr, und dazu wird es auch nötig sein, Autospuren aufzugeben. Ich finde auch nicht, dass jedes Parkhaus in der Innenstadt mit Autos von außen erreichbar sein muss. Das reicht völlig, wenn Gäste an den Stadtrand oder in die Stadt reingeführt werden und dann mit Bus, Bahn, also umsteigen, Fahrrad weiterfahren, und die innenstädtischen Parkhäuser würde ich für Anwohner Parken benutze, damit die die Autos tatsächlich von der Straße runterkommen. Daran hören sie, dass es bei mir schon noch das eine oder andere Auto gibt von Anwohnern oder Fahrzeug, das noch irgendwie wohin kommen muss. Also Mobilität für alle heißt wirklich für alle. Das heißt, auch Gehbehinderte müssen dann Möglichkeiten haben, noch transportiert zu werden. Gewerbe muss noch Möglichkeiten haben. Aber diese ganze Mobilität soll möglichst kleinteilig sein, möglichst intelligent sein und natürlich nicht mit fossilen Verbrennern getrieben. Mhm. Also ein komplett Umstieg. Herr Schreiner, auch die CDU will den Radverkehr ja mit Radmobilitätskonzepten unterstützen. Das ist noch etwas abstrakt. Wollen Sie denn dafür auch Straßen zurückbauen? Ja, es wird nicht anders gehen, als dass man, gerade wenn ich jetzt sage, in Kreuzungsbereichen hört der Fahrradweg auf, dass man an den Bereichen Fahrradfahrer den Raum gibt, den sie brauchen für ihre Sicherheit. Ich kann ja die Stadt nicht beliebig größer machen. Solange gewährleistet ist, dass ganz im Sinne von dem, was Herr Nöske gesagt hat, auch Verkehr mit Autos, wenn es erforderlich ist, für die Menschen, die es unbedingt brauchen, möglich ist, halte ich das für gang und gäbe. Die Stadt wird immer enger, weil immer mehr Menschen nach Mainz ziehen, und wir werden anders unsere Verkehrsprobleme in der Innenstadt nicht in den Griff bekommen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, intelligentes Verkehrskonzept, war das Stichwort von Herrn Nöske, ist, dass wir vielleicht auch davon wegbekommen müssen, dass wir immer das besitzen, das Verkehrsmittel, was wir benutzen. Also ich persönlich bin begeistert, wenn ich in Helsinki unterwegs bin, da habe ich nur zugegebenermaßen mein Auto oder mein Fahrrad auch nicht dabei, aber ich habe mein Handy dabei, das weiß, wo ich bin, ich tippe an, wo ich hin will, und dann sagt mir das Handy, du kannst dir ein Auto leihen, du kannst ein Taxi nehmen, du kannst die Straßenbahn benutzen, du kannst Fahrrad nehmen, du kannst das und das und das machen, und jeweils mit Preis und Dauer, und dann tippe ich an und dann habe ich es. Also sowas finde ich praktisch. So will ich mobil sein. Ich selber, ja. Wohlgemerkt, ich bin jetzt kein Handwerker, also nicht als Handwerker unterwegs, sondern als Einkäufer oder wie auch immer. Und dann nutze ich halt auf dem Weg in die Stadt vielleicht die Straßenbahn, und weil ich so viel Einkäufer habe, auf dem Weg nach Hause einen Mietwagen. Also so stelle ich mir das klug und nachhaltig und intelligent vor. Herr Focke, wir haben das Thema kostenlosen ÖPNV gerade kurz auch schon angeschnitten bei Herrn Nöske. Sie wollen das auch. Wie soll das denn Ihrer Meinung nach finanziert werden? Vor allem durch Zuzahlungen des Landes. Das Land spart massiv in den Kommunen, Mainz unterfinanziert. Das ist nicht die einzige Kommune, da sind wir nicht alleine in Rheinland-Pfalz. Und durch zum einen Subventionierung durch das Land, durch das Ankommen von auch Bundessubventionierungen, die auch nicht unbedingt immer in den Kommunen ankommen. Und größer gedacht, wenn wir jetzt wirklich am Ende das Ziel haben, das Auto ganz von der Stadt wegzubekommen, auch durch größere Abgaben von Automobilkonzernen, können wir da einen Weg schaffen, in dem vor allem für die es kostenlos ist, die sich den Verkehr nicht leisten können. Wir haben in Mainz zum Beispiel ein so
Sozialticket seit einem Jahr, das ab 9 Uhr morgens gilt. Und selbst wenn man es sich leisten kann, nützt es keinem nichts. Da müssen wir wirklich am Ende auch konsequent irgendwo Mittel schaffen und das Geld ist da. Mhm. Herr Nöske, Sie haben es gerade schon gesagt, also Sie haben gesagt, die Piratenpartei möchte vollständig einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe das allerdings nur bei Ihnen gelesen und nicht im Parteiprogramm. Stehen Sie damit alleine mit der Forderung? Nein, damit stehe ich nicht alleine. Das liegt daran, dass das Parteiprogramm nicht mehr ausreichend aktualisiert wurde. Wir haben eine Corona-Pandemie, wir haben einen Parteitag geplant, der ist uns abgesagt worden und dann ist uns das ganze Thema Verabschiedung des neuen Parteiprogramms schlicht und einfach weggerutscht. Das ist der Grund. Also die Piraten sind eindeutig von ihrer Programmlage, stehen wir an fahrscheinfreien Personen, also auf den kostenlosen Personennahverkehr. Es ist nur in Rheinland-Pfalz tatsächlich nicht formal beschlossen. Das ist ein Fehler. Okay. Herr Schreiner, Thema Kosten beim öffentlichen Personennahverkehr. In Hessen gibt es ja mittlerweile schon ein 365-Euro-Ticket, also Bus und Bahn fahren für 1 Euro am Tag. Auch da regiert schon die CDU. Wenn Sie jetzt regieren sollten in Rheinland-Pfalz, führen Sie das dann auch ein? Ja, das sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir in der nächsten Legislaturperiode nicht ein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, für alle Auszubildenden bekommen, denn die Hessen haben einfach super Erfahrungen gemacht. Ja, es hat dazu geführt, dass in einer Stadt wie Wiesbaden der ÖPNV-Nutzung um 10% hochgegangen ist, aber in einem Landkreis wie Fulda-Land um 250%. Und das ist natürlich für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz ein spannendes Vorbild. Weil wenn ich so viel mehr Nutzer des ÖPNV habe, dann kann ich nicht mehr mit den vorhandenen Bussen fahren. Dann muss ich mehr Busse einsetzen. Dann wird automatisch der Takt besser. Dann kommen zusätzliche Kunden, die sagen, ach, jetzt auf einmal ist es ja attraktiv. Der Bus fährt ja nicht nur morgens um 8 und mittags um 1, sondern auf einmal ist es attraktiv, Bus zu fahren. Und dann bleiben die Leute auch im ländlichen Raum wohnen. Also wenn man mal den Blick von Mainz weitet auf das ganze Flächenland Rheinland-Pfalz, dann sind solche Angebote, die die Taktung verbessern, einfach großartig. Die muss man mit beiden Händen sich greifen. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Schülerpraktikanten aus Wiesbaden hatte. Der hatte mich dafür sensibilisiert, dass es in Hessen dieses 365-Euro-Ticket gibt. Und wir haben das damals angefragt dann bei der Landesregierung. Die FDP, Wirtschaftsministerium, fand das nicht besonders spannend. Die wollte das nicht, die wollen das bis heute nicht. Aber alle anderen finden es spannend. Es steht bei uns im Wahlprogramm, es steht bei den anderen im Wahlprogramm. Also wie gesagt, es müsste beim Teufel zugehen, wenn es das jetzt nicht gibt innerhalb der nächsten 5 Jahre. Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung zum Thema Mobilität. Und damit machen wir auch schon weiter mit unserem nächsten Thema, Klima. Klima. Das Jahr 2020. Corona, Krisen, Lockdown. Denkt ihr da zuerst ans Klima? Wahrscheinlich nicht. Aber 2020 hat alle Rekorde gebrochen. Es war das heißeste Jahr aller Zeiten in Europa. Und nach 2018 auch das zweitheißeste in Mainz. Die globale Durchschnittstemperatur darf bis zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr als 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau steigen. Das wurde auf der Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 beschlossen. Zu viel! Denn das hätte bereits dramatische Folgen für die Erde. Viele WissenschaftlerInnen fordern daher eine Begrenzung auf 1,5 Grad. Mainz klimaneutral machen. Das will Mainz Zero, eine Gruppe aus Mainzer BürgerInnen. Das 1,5 Grad-Ziel als oberste Prämisse. Und was tun Sie gegen den Klimawandel? Herr Schreiner, beginnen wir mal mit Ihnen. In Ihrem Wahlprogramm heißt es ja, wir fördern die Diversifizierung der Kulturlandschaft, wie zum Beispiel Blühstreifen, Grünlanderhalt und weniger Flächenversiegelung. Lassen Sie uns daher mal auf eine der konkreten Forderungen schauen von Mainz Zero. Grünflächenbereich im Innenstadtbereich werden bis 2030 jährlich um 10% erweitert. Findet das Ihren Support? Naja, man muss zwei Sachen natürlich auseinanderhalten. Da geht es jetzt ums Mikroklima der Landeshauptstadt Mainz. Ja, das ist wichtig, dass wir da was tun, damit wir alle, damit die Innenstadt sich nicht ohne weiteres immer weiter aufheizt. Ja, da müssen wir was tun. Diese ständige Nachverdichtung muss ein Ende haben. Projekte, die wir als CDU Rheinland-Pfalz auf den Weg bringen, dass die Leute Anreize haben, gar nicht erst in die Ballungsräume zuzuziehen, sondern im ländlichen Raum wohnen zu bleiben. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass letztendlich bei uns dann auch solche Dinge möglich sind, wie einfach Freiräume in der Innenstadt zu lassen. Und wir haben jetzt ja erlebt,
in Corona, wie wichtig es ist, nach einer Woche Regenwetter, wenn man dann mal wieder raus kann und die Freiräume, die in der Stadt sind, auch nutzen kann. Also das ist wichtig, dass wir diese Freiräume in den Innenstädten sichern. Das ist aber jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Teil der großen Klimapolitik. Ja, das ist wichtig. Das ist genauso wichtig, wie dass ich meine Plakate über die Klimakollekte klimaneutral gestellt habe und so weiter. Aber wir müssen das große Rad drehen. Wir müssen als Rheinland-Pfalz beispielsweise mit einer Partnerschaft mit unserem Nachbarkontinent Afrika, haben wir als Rheinland-Pfälzer mit Ruanda einen guten Anknüpfungspunkt, müssen wir da Ökonomie und Ökologie, also Entwicklung im Bereich der Wirtschaft und Entwicklung im Bereich des Umweltschutzes vorantreiben. Wir müssen letztendlich, und das ist das Wichtigste, was wir Deutschen machen müssen, ein Vorbild sein für die Welt. Die gucken nämlich auf uns, ob es uns als Land gelingt, gleichzeitig aus der Atomkraft und aus der fossilen Energie auszusteigen. Und wenn uns das gelingt und wenn wir das schaffen als Volkswirtschaft, dann sind wir ein Vorbild für die Welt und dann haben wir als kleines Land einen Riesenbeitrag geleistet für den Klimaschutz. Lassen Sie uns nochmal konkret bei dem Thema auch Grünflächen bleiben. Herr Focke, in Ihrem Wahlprogramm heißt es ja, die Kommunen müssen befähigt sein, den durch zunehmend autofreie Quartiere entstandenen Platz zur Begrünung zu nutzen. Unterstützen Sie daher die Forderung von Mind Zero? Auf jeden Fall. Also wir haben auch schon Gespräche mit Mind Zero geführt und haben da auch einen Dialog. Uns ist immer wichtig, dass dabei auch eine soziale Komponente erhalten bleibt. Das heißt, dass alle Forderungen auch vor allem durch die Verantwortung und auch durch die Folgerungen von der Regierung gemacht werden. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass am Ende die Bürger in irgendwelche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, die durch die Regierung verplant wurde. Was zum Beispiel heißt, dass wir innerhalb des des städtischen Raums jetzt zum Beispiel durch Projekte wie die Landesgartenschau zum Beispiel gerade versuchen, viele Kernthemen, die auch Mind Zero, glaube ich, trägt, durch Projekte möglichst schnell jetzt schon vielleicht bis 2026 umsetzen zu können, was aber natürlich dann nicht nur bei Mainz bleiben darf, sondern auch für ganz Rheinland-Pfalz gelten sollte, selbstverständlich. Und Herr Schreiner, wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, sind Sie eher für einen Erhalt und weniger für einen Ausbau, oder? Von was? Ein Erhalt, weniger von einem Ausbau von Grünflächen? Genau, richtig, ja, in der Innenstadt in Mainz. Ja, aber es geht uns zum Beispiel darum, dass wir sehr kritisch begleiten, dass in der Innenstadt viel, viel, viel mehr Bäume gefällt werden, als nachgepflanzt werden. Also wir sind schon für mehr Grün in der Innenstadt. Das ist zum einen natürlich eine ständige Flächenkonkurrenz, ja, klar. Aber der andere Aspekt ist eben auch die Frage, was man mit der Fläche macht. Ja, also ich stehe da kopfschüttelnd davor, dass mir das sogenannte Grünamt erzählt, ja, es müssten jetzt irgendwelche Lavabrocken auf die Baumscheiben gekippt werden, das wäre besonders ökologisch. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Bäume, die in Mainz gefällt werden, auch unverzüglich nachgepflanzt werden. Als Bürger muss ich das auch. Wäre schön, wenn es die Stadt auch machen würde. Dann lassen Sie uns mal über das Thema Flugverkehr sprechen. Ich gebe mal die Frage direkt wieder an Herrn Schreiner. Herr Schreiner, ein Nachtflugverbot im Rhein-Main-Gebiet, wäre das für Sie denkbar? Nee, wir haben ein Nachtflugverbot. Die Frage ist nur, von wann bis wann. Ja, also die Fraport würde sagen, ja, haben wir doch so alles super. Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ist ja Nachtflugverbot. Ich glaube, wir sind uns als Betroffene in der Landeshauptstadt Mainz einig, dass man nicht nur zwischen 11 und 5 schläft, sondern dass ein Nachtflugverbot für den Frankfurter Flughafen, der jetzt natürlich auch den Standortvorteil hat, mitten im Ballungsraum zu liegen und sich deshalb aber natürlich auch ein bisschen schon danach schicken muss, was um ihn herum für Menschen leben, dass wir sagen, also mal mindestens von 22 Uhr bis 6 Uhr sollte das Nachtflugverbot sein. Herr Nöske, Sie gehen ja beim Thema Nachtflugverbot über die Forderung vieler anderen Parteien auch hinaus und gehen einen Schritt weiter und wollen eine Verminderung zwischen 18 und 22 Uhr und auch von 6 bis 8 Uhr. Warum halten Sie das denn für nötig? Weil Lärm einfach eine der Umweltbelastungen sind, die uns alle treffen. Ja, also es ist auch bekannt, dass Lärm krank macht und eine Reduktion dieses Umweltfaktors, der die Menschen belastet, halten wir für sinnvoll. Und es ist ja auch, deckt sich ja auch mit den Klimazielen, dass insgesamt es nicht sinnvoll ist, immer mehr und so viel zu fliegen. Also sind wir dafür, Flugverkehr deutlich zurückzudrängen, auch
insgesamt als Anteil am Verkehrsaufkommen. Also weniger Fliegen ist sinnvoll. Mhm. Herr Focke, auch nach Ihrem Willen soll erstmal nur der Flughafen Hahn ein Nachtflugverbot bekommen. Warum halten Sie das für notwendig? Ganz einfach, um die Belastung zu begrenzen, weil wir den Flughafen Hahn, also ich sehe das nicht nur für das Nachtflugverbot für feuerlichter Begrenzung einzusetzen, sondern auch für weitere, bei längerfristigen Schritte. Wir werden nicht nur durch Begrenzung der Flugstunden, sondern auch einfach durch ein Abbauen der Frequentierung müssen wir neue Förderung schaffen. Hahn wird auch von Militärmaschinen benutzt. Das ist etwas, wo wir sowieso dagegen stehen und was auch auf Kosten der Bürger irgendwie passiert, zumindest auch durch den Lärm, allein durch die Lärmbelastung. Und zum anderen gehört es für uns auch dazu, alleine die wirtschaftliche Infrastruktur, die durch Flughäfen auch irgendwo getragen wird, wegzutragen vom Flughafen und hin zu der Schiene und zum Wasser, was in Rheinland-Pfalz zumindest auch in Mainz auch kein Problem wäre. Mhm. Herr Nöske, auch in Ihrem Parteiprogramm spielt ja die Biodiversität ein großes Thema. Wir haben gesprochen über die Forderung von Mainz Zero, ob denn die Mainzer Innenstadt jährlich 10% um Grün erweitert werden soll. Sind Sie denn dafür? Stehen Sie dahinter? Ich habe ein Problem mit der Förderung, weil sie halt aus einem Bausteinkasten geholt ist. Also Klima Zero ist ja eine bundesweite Bewegung, die so aus Bausteinmodulen dann halt Förderungen auf die Städte übertragen. Ich habe Zweifel, dass die Fläche insgesamt hier so einfach zu holen ist, dass die da ist und wir können nicht einfach das Rathaus abreißen. Also das würde ich zwar gerne wegmachen, da unten am Rheinufer, da wäre eine schöne Fläche, ja, die CDU wollte sie auch schon verlegen, aber das bekommt man nicht hin. Also ich bin mir bei Klima Zero, bei den Förderungen tatsächlich unsicher, ob man sich da ein bisschen mit unserer Stadt Mainz auseinandergesetzt hat oder ob da nicht einiges einfach so einfach übergestülpt ist. Deswegen bin ich skeptisch. Mhm. Aber prinzipiell bin ich natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, so schnell wie möglich mehr Grünflächen zu schaffen. Und welche Ideen haben Sie dafür, wenn Sie jetzt nicht mit Mainz Zero gehen? Ja, ich muss halt, Mainz Zero hat ja überhaupt keine Idee. Mainz Zero hat ja, wie gesagt, nur irgendwo abgeschrieben, 10% mehr und tut ja auch keine einzige Fläche vorweisen. Also ich kenne in Mainz schon ein paar Flächen, die man entsiegeln kann. Also man kann Parkplätze entsiegeln, das ist klar, ja. Man kann auch Parkplätze überbauen und dann irgendwie da noch Grünflächen. Also man kann relativ viel machen an verschiedenen Ecken. Aber da muss man dann halt gucken und sich konkret mit auseinandersetzen und konkrete Pläne machen und nicht einfach sage, jedes Jahr 10% mehr. Das ist mir zu holzschnittsartig. Ich würde eher sagen, das Grünamt, die Stadt Mainz, die Bürger, die müssen sich bemühen, die müssen sich zusammensetzen und konkrete Vorschläge machen. Also immer nur Zahlen, 10%, 1,5 und große Ziele, das taucht nichts. Ich fände es wesentlich interessanter, wenn die politischen Parteien und die politischen Listen sich über konkrete Ideen austauschen würden. Statt dass man wieder eine neue Erklärung macht, soll alles schneller gehen. Also ich kann locker sagen, also wenn es nach einem Jahr geht, sind wir im Jahr 2024 klimaneutral, bin ich jetzt der beste Umweltpolitiker. Mhm. Herr Schreiner, ich möchte noch an Sie die Frage stellen. Die SPD hat sich die Klimaneutralität für ganz Rheinland-Pfalz auch ins Parteiprogramm geschrieben. Sie haben das nicht. Wollen Sie das auch nicht? Nein, weil es uns wichtiger war, statt ein Plakat zu bemalen und das vor uns herzutragen wie eine Monstranz, konkrete Wege zu beschreiben, wie wir uns das vorstellen. Also beispielsweise, dass wir sagen, wir wollen diesen Diskrepanz zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft aufheben. Uns ist zum Beispiel ganz wichtig, vor dem Hintergrund Klimaziele zu erreichen, dass wir gerade die Landwirte auch mit ins Boot holen. Die haben riesige Flächen in Rheinland-Pfalz. Und wenn man ständig nur gegeneinander arbeitet und immer den bösen Gegner sieht, dann funktioniert das nicht. Das hat beispielsweise beim Thema Energieeinsparung ja auch schon sehr gut geklappt mit der Industrie. Also die großen Industrieunternehmen sind inzwischen, weil wir als Politik die richtigen Anreize gesetzt haben, so weit, dass sie den Strom nach Möglichkeit dann kaufen, wenn er nichts kostet, nämlich dann, wenn
die erneuerbaren Energien genügend Strom produzieren, wenn der Wind weht und entsprechend viel im Netz zur Verfügung steht. Das ist dann dienlich für die Netzstabilität. Das ist gut für dieses Unternehmen. Das spart Geld. Und wir haben einen ganz starken Partner plötzlich als Gesellschaft, nämlich unsere Unternehmen an der Seite, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und genauso müssen wir die Landwirte ins Boot holen und so weiter und so fort. Wenn wir die ganze Zeit immer mit dem Finger auf den anderen zeigen, und ihm das Gefühl geben, wir wollen ihm was wegnehmen, im Zweifelsfall auch soziale Ängste produzieren, Arbeitsplatzverlustängste und so weiter und so fort, dann wird das alles viel schwieriger mit dem Umweltschutz. Wenn wir als deutsche Volkswirtschaft Vorbild sind, alle mit zusammenholen, dann geht es schnell und effektiv und das braucht das Klima und das braucht unser Land. Vielen Dank für Ihre Ansichten zum Thema Klima und damit machen wir weiter mit dem letzten Thema. Digitales. Ins Internet gehen. Im Jahr 2021 unverzichtbar, aber für viele Menschen auch immer noch unbezahlbar. Nicht alle können sich teure WLAN-Flats oder Roaming-Tarife leisten, um im Internet zu surfen. Digitale Partizipation sieht anders aus. Brauchen wir also ein öffentliches WLAN in Bussen, Bahnen und Behörden, um alle Menschen teilhaben zu lassen? Und wie digital sind eigentlich die Unis? Trotz Corona-Pandemie finden an der Johannes-Gutenberg-Universität hier in Mainz immer noch Präsenzklausuren statt. Und die JuristInnen-Ausbildung ist ein gutes Beispiel für den Widerspruch zwischen Studium und Beruf. Wo später alles am Rechner geschieht, müssen heute immer noch 5-stündige Klausuren mit der Hand geschrieben werden. Wir wollen daher von Ihnen wissen, würden Sie E-Klausuren und Examina unterstützen? Herr Nöske, wir haben es gerade gehört, die Prüfungen müssen größtenteils immer noch in Präsenz abgelegt werden. Flächendeckende E-Klausuren, eine gute Idee also? Meinem Gefühl ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was mich das angeht, weil das ist doch eine Uni-Angelegenheit. Also das würde ich schlicht und einfach den Universitäten überlassen, wie sie das machen. Also ich bin natürlich dafür, ja, also dass man in sehe auch keinen Hinderungsgrund, sicher solche Dinge durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz würde es in die Universität zurückgeben, die Angelegenheit. Die müssen das vorantreiben und wollen. Die Voraussetzungen müssen ja auch geschaffen werden und zum Beispiel ist ja auch das Prüfungsrecht, auch jetzt in Bezug Jura zum Beispiel, Landessache. E-Examina, was halten Sie dann davon? Bin dafür. Okay. Ich halte das für möglich. Herr Schreiner, die Digitalisierung soll ja auch in Ihrer Partei, Zitat, Chefsache werden. Sie wollen eine Digitalisierungsinitiative für den öffentlichen Bereich. Würden Sie sich denn so für E-Klausuren einsetzen? Da war es uns als Studierenden verboten, digitale Hilfsmittel zu benutzen. Ja, also eine Professor hat sogar Wert darauf gelegt, dass man mit dem spitzen Bleistift auf Karton zeichnet, damit man nicht radieren kann. Also so, seitdem ist viel passiert. Heute musst du deine Pläne digital abliefern, weil das einfach auch, das war ja auch in Ihrem Bericht, weil das einfach der Berufsrealität entspricht. Ja, also ich scribble vielleicht zwar noch mit dem Stift auf Papier, aber eigentlich erwarten alle, die nach mir mit meinen Gedanken arbeiten, erwarten das digital. Und deshalb sollte das so sein. Es muss allerdings natürlich das Thema Datensicherheit gewährleistet werden. Also ich glaube, dass wir da als Bundesrepublik Deutschland wirklich Entwicklungsland sind, dass wir, was das Thema Datensicherheit angeht, viel tun müssen und dass das Problem bei Datensicherheit immer ist, dass das schwächste Glied in der Kette das Glied ist, das bricht. Und deshalb müssen alle und jeder mehr tun für den Kampf gegen alle Formen von Kriminalität und Spionage und was es da alles gibt im Bereich Daten. Herr Focke, wie schätzen Sie das Thema E-Klausuren in den Unis ein? Sehr traurig. Ich studiere gerade selber und ich habe zum Glück das Glück, dass ich da zurzeit auf Hausarbeiten angewiesen bin. Das heißt, ich habe da keine Probleme. Ich kenne aber viele Freundinnen, die darauf angewiesen sind. Und wenn man sich die Folgen oder die Gründe anguckt, warum man so hinkommt, dass es einfach nur durch Sparmaßnahmen genutzt werden. Unis wollen kein Geld dafür ausgeben, ihre Klausuren neu zu gestalten und zu schauen, wie das dann am Ende vergleichbar ist. Und dass das überhaupt der Grund ist, ist auf jeden Fall auch ein Versäumnis des Landes. Es ist nicht nur ein Thema von einer Uni oder von vielen Unis. Da müssen wir gucken, zum einen, wie so welche Klausuren oder wie überhaupt die Softwares für die StudentInnen genutzt werden können.
Es gibt zwar Software von den Unis, aber viele Studentinnen, die jetzt im ersten Lockdown auch schon ein Semester hatten, erinnern sich daran, dass die alle zusammengebrochen sind und die ersten zwei Wochen oft kein Studium möglich war. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach danach schauen, dass wir zum einen die Infrastruktur überhaupt stellen als Land, dann die Software, diese müssen aber auch den Datenschutz Grundrechten und Richtlinien unseres Landes oder beziehungsweise erstmal unseres Bundeslandes entsprechen. Und allein davon sind wir sehr weit weg. Und da müssen wir einfach deutsche Softwares fördern. Davon gibt es auch genug Leute, die es herstellen könnten. Und dass die aber nicht aus Kostengründen nicht gewählt werden, sondern ganz einfach Selbstverständlichkeit werden, dahin müssen wir kommen. Die Rede ist gerade viel von Kosten und Investitionen. Wie viel möchten Sie denn investieren, um die Unis digitaler zu machen? Sie schreiben ja, dass es nach Ihrem Willen einen kostenlosen, barrierefreien Internetzugang an den Unis geben soll. Das kann ja wahrscheinlich auch nicht alles gewesen sein. Zahlen kann ich nicht nennen, weil ich die einfach nicht vor mir habe und jetzt nicht lügen möchte. Es geht einfach um die faire Unterstützung von Unis. Die ist in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Und wenn wir über barrierefreien Zugang reden, dann heißt es auch erstmal überhaupt zu schauen, wo ist der Stand von verschiedenen Unis und müssen das Unis selber tragen oder unterstützt das Land da? Und wenn Barrieren da sind, zum Beispiel gibt es viele Studentinnen, die auch zum Beispiel Seheinschränkungen haben oder blind sind und dass die dann einfach viele Texte einfach nicht lesen können, das ist dann, sollte nicht Pech sein für diese Menschen, sondern muss die Uni hinterher sein. Und wenn die es nicht schafft, muss das Land Expertinnen stellen, muss schauen, wie sie diese Probleme lösen können. Und das ist auch was dazugehört. Also nicht eben nur am Ende Geld reinpumpen, sondern auch zu schauen, welche müssen wir neue Stellen schaffen, müssen wir irgendwelche Beratungspunkte schaffen. Herr Schreiner, Thema Zugang zum Internet. Wir haben es gerade in dem Beitrag gehört. In Ihrem Wahlprogramm steht, dass Sie schnelles Internet per Funk flächendeckend vorantreiben wollen. Müssen wir uns darunter dann auch ein freies und öffentliches WLAN in Behörden, Bahn und Bussen in Mainz vorstellen? Kommt das dann mit Ihnen? Ja, wir haben natürlich vor allen Dingen auch einen Blick auf die vielen, vielen Funklöcher und die vielen, vielen weißen Flecken, die es auf der Landkarte bei Internetversorgung und bei Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz noch gibt. Das heißt, wir werden als erstes anfangen, dass es wirklich, also wichtige Dinge zuerst tun, wir wollen anfangen, dass es in Rheinland-Pfalz keine Funklöcher mehr gibt. Und die Verträge, die seinerzeit mit den Anbietern geschlossen worden sind, sind leider nicht so, dass es wirklich flächendeckende Versorgung gibt. Das heißt, hier muss der Staat helfen. Und es gibt Beispiele aus anderen Bundesländern, dass eben entsprechendes Internet per Funk und Mobilfunk per Funk logischerweise über staatliche Masten sichergestellt wird. Und ich sage mal, alles, was hilft, dass die Menschen überall im Land mobil arbeiten können, vernetzt sind, oder was weiß ich, Fußball gucken können. Aber ich sage mal, das ist ja auch nicht nur Freizeit. Also ich sage mal, Traktoren heutzutage fahren per Funk, also per GPS-Kodierung und brauchen entsprechenden Zugang zum Internet. Also all diese Dinge muss man im Blick behalten. Und es gibt eben keine Fläche in Rheinland-Pfalz, in der es kein Internet geben darf. Und was ist jetzt mit einem freien und öffentlichen WLAN in öffentlichen Einrichtungen und im ÖPNV? Ja, wir haben ja in Mainz da gute Erfahrungen, wo immer es auch von der Stadt angeboten wird. Und warum soll man das nicht auch mehr machen? Wie gesagt, auch da mein Hauptanliegen ist dann auch immer sicherzustellen, dass Datensicherheit gewährleistet ist. Ja. Also, Herr Nöske, ich habe jetzt auch in Ihrem Parteiprogramm erstaunlicherweise nichts gelesen von einem freien WLAN in öffentlichen Einrichtungen oder Bussen und Bahnen. Sind Sie dagegen? Nein, wie gesagt, ich bin nicht dagegen. Also es gibt auch ein Problem, nochmal das richtige Programm zu finden. Es gibt in Rheinland-Pfalz ein Wahlprogramm, es gibt das Programm auf Bundesebene. Natürlich sind wir traditionellerweise, und das haben wir sicher irgendwo im Programm stehen, für ein freies WLAN. Wir waren schon immer dafür, dass dieser Zugang anonymisiert stattfinden kann. Das ist die Sache mit einem Freifunk, also ein öffentliches, kostenloses WLAN, das frei zugänglich ist.
dass das vor allen Dingen aber auch anonym und kostenlos zugänglich ist. Das ist eine alte klassische Piratenposition, die aussagt, dass dieses Netz halt für alle, unabhängig auch natürlich dann von Einkommen, die da irgendwo zu Gast sind bei uns oder hier wohnen, erreichbar sein soll. Und das erreicht man halt natürlich genau mit so einer Freifunk-Initiative, die ja jetzt wieder bei Digitalisierung der Schule, ja, hat man es jetzt gemerkt, bei Corona, da war es lange Zeit, war es ruhig um Freifunk, ja, und plötzlich hört man dann im Schulträgerausschuss wieder, dass halt Freifunk jetzt wieder angesprochen wird, um halt für Schüler Zugang zu ermöglichen oder in Flüchtlingsheimen Zugang zu ermöglichen, also das ist unsere klassische Position und die hätten wir auch gern in Bussen, weil halt die Kostenpflicht Einwahl immer dazu führt oder einen Vertrag haben zu müssen, dass halt nur bestimmte Personengruppen immer halt teilnehmen können und die, die nichts auf der Naht haben, können nicht teilnehmen. Für uns gilt in Bezug auf die Digitalisierung teilen, ist das neue Haben, alter Piratenspruch, wir wollen ein Netz, wo alle rein können und sich informieren können und Informationen austauschen können. Freifunk war ein gutes Stichwort, denn dann geht jetzt auch die letzte Frage an Herrn Focke. Herr Focke, Freifunk, wie wollen Sie das besser einbinden und fördern? Auch durch ländliche, durch Maßnahmen durch das Land. Auch in dem Bereich, also es gilt eigentlich in jedem Bereich, hat die Schuldenbremse reinfalls zugeschlagen und lässt zu wünschen übrig. Dass, und in Statistiken sieht man das, sei es in der Bildung, nur in der Digitalisierung in der Schule, als auch in der Digitalisierung generell, dass einfach keine, nicht zu wenig Gelder da sind. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Kommunen ausbauen. Und ein Ausbau des Freifunks bedeutet auch immer einen Zugang für alle Menschen ins Netz. Und damit der gelingt, brauchen wir jetzt nicht wie in anderen Fördermaßnahmen vom Staat diese Umständlichkeiten, dass irgendwie man für einen Monat irgendwas mieten muss und dann mit 1000 Formularen, die man vielleicht nicht versteht, am Ende auf ein Amt rennt. Sondern dass am Ende einfach wirklich der Freifunk für jeden frei zugänglich ist, dass der auch besteht, dass der stark genug ist, dass auch jetzt in Lockdown-Zeiten im Homeschooling auch SchülerInnen den nutzen können und am Ende trotzdem alle sicher in ihm verkehren können. Und da ist die Umsetzung liegt natürlich leider immer bei den Kommunen, also das heißt leider, das liegt bei den Kommunen und damit dies auch gut umgesetzt werden kann, brauchen wir Unterstützung vom Land, das massiv durch die Schuldenbremse Versäumnisse einfährt, die man so kaum noch zurückholen kann. Und das wird eine der wichtigen Aufgaben sein für die nächsten Jahre, rheinland-pfalz. Und damit hatten Sie das Schlusswort, Herr Focke. Wir sind jetzt leider am Ende unserer Sendung angekommen. Herr Schreiner, Herr Nöske und Herr Focke, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Alle Folgen gibt es wie immer und wie gewohnt bei uns im Programm und bei YouTube. Vielen Dank an das gesamte Team von OKTV für die Realisierung dieser Sendung. Es hat wie immer großen Spaß gemacht. Und wenn ihr noch zu Hause mitdiskutieren wollt, dann tut das gerne. Schreibt eure Meinungen und Kommentare einfach hier in die Kommentarfunktion. Wir freuen uns drauf. Und jetzt noch ein kleiner Programmtipp. Daniel Reißmann hat mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller Parteien gesprochen. Auch diese Videos gibt es ebenfalls bei uns im Programm und bei YouTube. Viel Spaß beim Schauen. Das war es diesmal von uns. Ciao und bis zum nächsten Mal.